Vielleicht später mal wieder. Irgendwann. Wenn mir das Spiel das anbietet. So. Weil jetzt beginnt so mein Lieblingskapitel. Hier im Dschungel zu kämpfen und alles. Das macht hier echt am meisten Bock. Das ist mein... Das sind meine absoluten Lieblingskämpfe hier. Oh, moin Bruder. Ich glaube, da geht's nicht weiter, ne? Haha! Endlich! Entzieht euch! So, jetzt zu dir. Was ist das? Verehrter Finder dieser Nachricht, Jonathan Burns, ehemaliger Anführer und Geldgeber unserer Expedition, hat mich ermordet und Anführer und Geldgeber unserer Expedition hat mich ermordet und andere, um an Averys Schatz zu gelangen. Er hat die Mannschaft bis zur Erschöpfung arbeiten lassen und Ruhm versprochen, ihnen jedoch nur Krankheit und Hungersnot gebracht. Er hat einen Mann an einem Mast gebunden und ihn dort sterben lassen. Dann wurde ich Zeuge, wie der Bastard unseren Navigator ins Verderben stürzte, weil er es gewagt hatte, seine Meinung laut auszusprechen. Er entdeckte mich dabei, wie ich Vorbereitungen für die Heimreise traf, und stellte mich zur Rede. Ich zog meine Pistole und sagte ihm, dass ich nach England zurückkehren würde, um der Welt von seinen Taten zu berichten. Und als ich mich abwandte, schoss mir der Schurke in den Rücken und floh in den Dschungel. Ich erwiderte das Feuer, bin mir aber nicht sicher, ob die Kugeln ihr Ziel erreichten. Meine Zeit wird knapp und meine Hand schwach. In Abwesenheit rechtschaffender Justiz erbitte ich dringend um ein Gebet zu Gott im Himmel, dass Burns für seinen Verrat bezahlen wird. Gezeichnet Walter Hayes, erster Offizier der Suffolk, 23. März 1808. Wow, ganz schön düster. Burns Crew hatte wohl genauso viel Glück mit dem Schatz wie ich. Genau meine Worte, Nate, du sprichst mir aus der Seele. Das kann doch nicht wahr sein. Wow, wow. Nein. Heilige Scheiße. Ich hätte dich fast umgepustet. Sam, du bist okay. Ja, mich haut so schnell nichts um. Schön, dass du noch lebst, Brüderchen. Na los, auf uns wartet dein Schatz. Warte mal, also, was tun wir hier? Was meinst du? Ich meine, unsere Vorräte liegen im Indischen Ozean. Tja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee. Ja, und dann das. Wir kämpfen gegen eine Armee. Haben uns doch ganz gut gehalten bisher. Wir sitzen hier fest mitten im Nirgendwo. Wir wollten doch hierher, weißt du noch? Da hatten wir einen Fluchtplan. Okay. Hör zu, ein verrückter Vorschlag. Wir gehen da runter und schnappen uns eins von Raves Booten. Die Boote können warten. Willst du wissen, was wir hier tun? Wir kaufen mein Leben zurück. Okay, und dazu gehen wir jetzt in diesen Dschungel und finden Libertalia. Siehst du irgendwelche Anzeichen für eine große Piratenkolonie? Ich nämlich nicht. Etwas spät für Zweifel, findest du nicht? Könnten wir mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Averys Traum vom geheimen Piraten-Utopia geplatzt ist und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen, anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten? Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss, bis ich den Schatz finde. Und wenn du nicht weißt, was du hier überhaupt machst, dann geh nach Hause, Nathan. Halt. Ich soll nach Hause? Soll das ein Witz sein? Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert?
okay? Die letzten 15 Jahre meines Lebens. Ach, darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es. Was? Also ich meine... Heilige Scheiße. Willst du immer noch heim? Mal sehen, was wir noch finden. Also ich meine... Klar... Sam Oh, der Soundtrack ist einfach zu gut gerade. Ich meine, Sam hat die ganzen letzten Jahre im Knast gesessen. Für ihn ist ja die Zeit praktisch stehen geblieben. Nate hat in der Zeit Dinge erlebt, noch und nöcher und alter Schwede und und jetzt hat er es endlich geschafft. Dieses Leben irgendwie hinter sich zu lassen, wirkte er glücklich. Jetzt mal ehrlich, ne? Ich weiß, dieser Kanal hat im Moment oder vielleicht zu dem Zeitpunkt sogar, wo dieses Video veröffentlicht wird, nicht viele Abonnenten und Aufrufe. Also dieses Video, aber wer weiß, dieses Video wird ja, also von mir wird es nicht gelöscht. Mal gucken, wie viele Jahre es online sein wird. Einfach mal eine Frage an dich. Du oder ihr, die ihr gerade vorm Bildschirm sitzt und zugehört. Seid ihr glücklich? Ganz ehrlich? Mit dem Leben, das ihr gerade lebt? Wenn ich mal so nachdenke, muss ich sagen, es wird hart für mich in den nächsten Jahren. Kann ich definitiv sagen. Und ich bin gespannt, wie gut ich diesen Kanal aufrechterhalten kann. Aber an sich bin ich glücklich. Ich habe eine Wohnung. Ich habe Essen auf dem Tisch. Ich habe einen verdammt guten Job, also er wird jetzt nicht luxuriös bezahlt, ich bin ja auch noch ganz am Anfang, aber meine Güte, die Arbeitszeiten, ich kann mich nicht beschweren. Es ist mein Hobby, ja, 3D-Animation, ich mache das mittlerweile schon seit 6 Jahren, ich bin jetzt 23. Wenn ich so weitermache, kann ich echt eine gute Karriere vor mir haben, von daher, ich finde es bisher gut. Kann ich sagen, ich bin glücklich? Ich meine, jetzt wird's deep. Was macht Glück aus? Ich sehe glücklich sein immer so ein bisschen mit Zufriedenheit. Und ich bin zufrieden im Moment, relativ. Ich meine, gibt so ein paar Dinge. Da muss ich im Moment noch durch. Gerade heute nochmal. Deswegen finde ich es gerade gut, Uncharted zu zocken. Da kann ich einfach alles rauslassen. So, hat mich jetzt ein Magazin gekostet, aber egal. Wie definiert ihr glücklich sein? Seid ihr glücklich? Sind jetzt mal zwei Fragen. Das könnte was sein. Die stelle ich jetzt an euch. Der Rest davon ist nicht unter jahrhundertealtem Schutt begraben. Schreibt's mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ich werde es lesen und darauf antworten. So. Jetzt back to the game. Ich meine, die beiden Drake-Brüder hier sind ja immer noch... Also ich meine, es ist wieder... Warte mal, wie viel Uhr haben wir? Ich schalte mal kurz um. 22.19 Uhr, das geht... Es ist aber definitiv eine Zeit, ich werde langsam träge. Und ich meine, es läuft keine Kamera, Freunde, ne?
Da kann es sein, dass ich mal so ein bisschen jetzt wie gerade, ne? Aber keine Sorge. Sam, hier oben. Ich komme. Es geht weiter. Keiner zu Hause. Ihr sah es auch schon mal besser aus, hm? Wundert's ja, euch? Ganz besonders das Dach. Na, hoffentlich fällt es uns nicht auf den Kopf. Da hätte ich Bedenken, um ehrlich zu sein. Also. Sam, wir sehen uns, ne? Ich meine, als ob das Ding ihn hält. Sam, hier lang. Okay, ich bin durch. Das erstaunt mich. Das erstaunt mich ehrlich. Ja, das darf nicht wahr sein. Hm. Hey Nathan, ich glaube, wir können hier durch. Toll. Nathan, hier geht's lang. Warum nicht gleich so? Staubig. Und dann steht er auch noch so, Nathan, hier geht's lang. Und dann steht er nur im Weg rum. Das ganze Gekrieche ist ein gutes Oberschenkeltraining. Ja, Mann. Ich kann da ja immer noch hin, ne? Also. Ich meine, oh, ich glaube. Endlich kann ich mich wieder ausstrecken. Nee, ja, komm mal mit. Ich will erstmal noch hier gucken. Aha. Aha. Bartmannskrug. Bartmannskrug. Nice. War das von Bartmann? Oder warum heißt er so? Okay, hier geht's nicht weiter. Gut! Boah. Ist schon echt... toll. Hä? Warte mal, was? Hä? Ich hab... Komm ich... Sam? Sam, mach mal Piep! Schon gut, Sam. Ich hab's gefunden. Moin. Hättest du auch mal was sagen können, du Arschgeige. Was kannst du eigentlich? Steht da rum und macht einfach gar nichts, der Junge. Gar nichts. Kannst gerne stehen bleiben, ne? Ich weiß was. Ah, okay. Ja, Sam. Los geht's. Aufgepasst! Wir sind wieder im Geschäft. Das musst du dir ansehen. Gern geschehen, Arschloch. Wow. Da hinten sehe ich wieder eine Glocke. Können wir die einstürzen lassen? Keine Häuser, breite Straße. Ganz klar irgendeine Art Geschäftsviertel. Ja, vielen Dank auch, Nathan. Komm schon. Was siehst du? Du willst es mich sagen hören, was? Und ob ich das hören möchte. Okay. Libertalia. Libertalia! Das lange verschollene legendäre Piratenutopia, entdeckt nach 300 Jahren. Von einem gewissen Samuel Drake. Und seinem jüngeren, nicht ganz so charmanten Bruder, der zufällig auch dabei war. Ich hab immer gewusst, dass eines Tages was aus dir werden würde, Brüderchen. Weißt du, das ist nicht meine erste verschollene Stadt? Sch, sch, sch.
Genieß den Moment. Wo willst du anfangen? Wie wär's mit dem Gebäude da drüben? Oh, du meinst das mit den Wachtürmen? Ja, sehen wir doch mal nach, was da bewacht wurde. Hört sich gut an. Das ist... Also, ich bin sprachlos. Kapitel 4. Verdammte Scheiße nochmal, Nathan. Das ist für dich also sprachlos? Kapitel 14. Wie lange die hieran wohl gebaut haben? Halt's Maul. Kapitel 14. Im Paradies. Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Wie konnten die das hier all die Jahre geheim halten? Ich gehe wieder. Sam, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Halt's Maul. Ich höre dir nicht zu. Ich bin ganz woanders. Mann, ey, mach mich fertig, Alter. Nein, halt einfach, halt bitte einfach deine Fresse. Sam, bitte. Du laberst zu viel. Alcazar hat das anders gesehen. Können wir das nicht einfach mal genießen? Ich genieße es, aber wir haben ein Ziel schon vergessen. Vertrau mir, ich kenne das Ziel. Mehr sage ich nicht. Okay. Naja. Hauptsache, du hältst jetzt deine Fresse. Ich will jetzt erstmal Collectibles. Ich schaue mich um. Scheint ja wieder ein größeres Gebiet zu sein. Wer weiß. Treasury? Treasury? Huch, immer, ich drück immer. Treasury? Meint er, Hä? Was hat denn der für eine Vision? Nate. Läuft bei dir? ja gut, Will der wieder reden? Oh. Keine üble Aussicht. Hey. Prost. Ja, Prost. Prost. Was wollten die hier? Wer, die Siedler? Ja. Ich meine, du tust dich mit diesen berüchtigten Gesetzlosen zusammen und was dann? Vielleicht einfach ausruhen. Zuflucht suchen. Einen Grog genießen. Grog, es gibt Schlimmeres. Ah, stimmt wohl. Dafür musst du immer Avery Statue sehen. Hey, hast du dich schon mal gefragt, wo wir heute wären, wenn wir uns anders entschieden hätten? Zum Beispiel deine Zaubershow zum Beruf zu machen? Nein, das war eine gute Option. Ich war aber gut. Keine realistische Option. Weißt du was, du bist bloß neidisch. Warst du schon immer. Nein, ich meine, wie wäre unser Leben heute, wenn wir nicht angefangen hätten, Leute zu jagen, die schon seit Jahrhunderten tot sind. Glaubst du, wir hätten dann so etwas wie ein normales Leben? Normal. Du meinst, am Thanksgiving sitzen alle zusammen an einem Tisch, zeigen sich gegenseitig ihre Babyfotos, sowas in der Art? Nein, danke. Nichts für mich.
Mir gefällt unser Leben. Ja, die alte Leier. Komm schon, wir. Wir sind glückliche Männer. Das nennst du Glück? Ja. Andererseits war ich die letzten 15 Jahre lang weggesperrt. Also ist das wohl relativ. Okay, da hast du recht. Das ist viel besser als Gefängnis. Ganz ehrlich, gerade jetzt, wo man auch einfach mal wirklich so ein schönes, längeres Gespräch zwischen den beiden hatte, mit wirklich... Tja, mein Krug ist leer. Ja, ich wollte gerade sagen, die Bedienung hier ist echt mies. Also mit wirklich langen, entspannten Kameraeinstellungen, dann konnte man auch wirklich noch mal kurz so die Zeit genießen, dass wirklich, also da merkt man noch mal, das ist, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Synchronsprecher halt einfach schon mittlerweile eine Weile ihren Job gemacht haben. Aber ich meine, Sam ist ja neu gecastet. Vielleicht hatten sie zu... Egal. Auf jeden Fall, es ist einfach wirklich, selbst wenn man mal in so einer Einstellung so kurz auf den Mund schaut oder so, es irritiert irgendwie nicht so sehr. Also ich meine, da gibt es Synchron sogar im richtigen Film oder so. Da nervt es mich schlimmer. Gerade Disney-Filme, die muss ich eigentlich auf Englisch gucken. Also, da sind die Mundexpressionen, die so klar erkennbar, das haut mich raus. Aber hier, das ist, also selbst mit deutscher Synchro, oder? Was meint ihr? Aber finde ich einfach schön. So diesen Moment zwischen den beiden. Das war jetzt echt nice. Wir haben die Kneipe gefunden. Pirat bleibt eben Pirat. Hier ging's hoch her. Kaputte Tische, kaputte Gläser. Ja. Piraten halt, ne? Oh. Pferdeknochen. Sie sind noch angebunden. Als ob sie zurückgelassen wurden. Aber warum? Keine Ahnung. Mussten die Leute fliehen. Oder sie wurden fortgebracht. Na, irgendwas stimmt hier nicht. Oder umgebracht. Oh, einfach verhungert, Alter. Was ist hier wohl passiert, hä? Was meinst du? Naja, du weißt schon, nichts wird ewig, stimmt's? Ich mache hier Witze über verfluchte Piratenschätze, aber nach all deinen Geschichten... Tja, die einfachste Erklärung ist meistens die richtige. Meistens. Puh, ja. Aber hier liegt nichts mehr rum, ne? Das ist das Einzige, was mir gerade durch den Kopf schwirrt. Collectible. Ich glaube, da geht's weiter, oder? Will ich da weiter? Hey Sam, sieh mal. Sieht aus wie ein Verhaltenskodex für Piraten. Artikel 5. He who deserts libertarian time of battle shall be by death. Ui. Ich dachte, hier ging es darum, keine Regeln zu haben. Selbst Piratenschiffe hatten eigene Regeln. Schön, dass er die toten Pferde auch noch gezeichnet hat, Nate. Danke dafür, das ist ja auf jeden Fall eine Erinnerung wert, ne? Verhungerte Pferde. Schön. Entschuldigung. Achso, ich kann eh... Ja. Gut. Liegt hier noch irgendwas? Kann ich hier noch irgendwie... Kommt man hoch? Geh doch da rein, Nate. Mann. Wie komme ich da hoch? Nein!
geht natürlich nicht. Toll. 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 Hä? Nate. Stell dich doch nicht so an jetzt. Mann! Verschlossen, na klar. Schade. Kann ich hier lang? Weißt was? Gehe ich jetzt weiter. Kein Bock mehr. Sieht aus, als führt hier ein Weg oder sowas durch. Ja. Okay. Ja. Da drin blinkt was. Ich habe darüber gesehen. Nein, habe ich nicht. Spiel? Hallo? Wow. Hat jetzt aber gedauert. Mogulvase. Mann, Sam, mach doch jetzt nicht alles hier. Alle schmeißt der Lümmel um. Mann, 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 Mann. Captain Avery, hab mich schon gefragt, wann du auftauchst. Ah. Moin, Sam. Hm? Was soll das Symbol? Ich hab welche gesehen, als ich nach dir gesucht hab. Wer markiert diese Orte? Ist das noch ein Siegel? Nein, nicht soweit ich weiß. Vielleicht Angreifer? Diese Leute hatten bestimmt viele Feinde da draußen. Kann schon sein. Ich schaue mich hier nochmal. Oh. Hab dich.